Hallo, herzlich willkommen bei Vivat Vinum. In dieser Sendung haben wir zwei tolle Ausflugstipps für Sie. Und was uns ganz besonders freut, auch unser Weinexperte Professor Dr. Walter Kutscher hat wieder den Weg zu uns gefunden. Wie geht's denn so? Dankeschön, freue mich auch dabei sein zu können. Bei welchen Temperaturen sollte man zum Beispiel Rotwein trinken? Wir haben hier welchen stehen, man sagt immer Zimmertemperatur. Momentan, glaube ich, ist das doch ein bisschen zu warm. Also die Klassik-Rotweine trauen sich heutzutage die meisten gar nicht richtig runterzukühlen. Vor allem jetzt im Sommer könnte man ohne weiteres auf 12, 13 Grad gekühlt das servieren. Im Glas erwärmt er sich sofort um 2, 3 Grad. Und das einstige Wort von Zimmertemperatur, das war in ungeheizten Zeiten, da hat es 16 Grad gehabt. Wir haben jetzt atypischerweise mit dem Rotwein angefangen. Im Sommer trinkt man aber doch eher Weißwein. Ja, der Weißwein, da kann man in der Kühlung weitaus mehr sich zutrauen und runtergehen. 8 Grad Celsius, das ist ohne weiteres möglich. Und je leichter der Wein, desto kühler darf er sein, je kräftiger der Reservewein oder vielleicht ein Prädikatswein. Da darf man auch in der Temperatur ein bisschen nach oben gehen. Sie haben uns auch eine Kühltasche mitgebracht für die richtige Weintemperatur. Was haben Sie denn da drinnen? Ja, da sind unter anderem auch zwei grüne Veltliner drinnen, beides natürlich Salonweine. Und wir hoffen, dass die Temperatur auch so richtig schön stimmt. Einen Weinviertel DRC, da habe ich gleich einmal die Temperatur drauf, optimal die 8 Grad Celsius. Und dann noch eine Kremser, ein grüner Veltliner, ein Reservewein aus dem Kremstal, der sicher ebenfalls die Temperatur haben wird, aber der könnte ohne weiteres auch ein bisschen höher liegen. Also der grüne Veltliner, sagen Sie, braucht 8 Grad. Wie schaut es mit anderen Weißweinsorten aus? Also es hängt nicht von der Sorte primär ab, sondern von der Qualität und vom Alkohol. Je leichter der Wein, desto tiefer die Temperatur, je kräftiger oder je süßer, desto höher darf ich gehen. Es gibt nach unten und oben Grenzen. Wie kann man diese Temperaturen jetzt am einfachsten messen? Naja, es gibt sogenannte Weinthermometer. Da haben wir einen. Und der gehört dann natürlich ins Glas und man muss den Wein dazu und dann mal schauen, muss ein bisschen warten. Last but not least, Sekt. Ein großes Thema im Sommer. Welche Temperaturen sollte der haben? Weiter nach unten mit der Temperatur. 6 Grad Celsius, darum wird er oft natürlich auch in Eiskübeln oder in Eisschalen serviert. Ja, ich habe hier mitgebracht einen Rosé, einen Rosé Secco, ja, und einen Sparkling Brut, der hauptsächlich aus Welschriesling aus dem Weinviertel ist. Soll ich den öffnen? Natürlich. Zeigt es ja wirklich das ideale Sommergetränk. Ja, und dann darf man ausnahmsweise auch einmal ich weiche ein bisschen die Flasche aus. Drin. Nein, das ist perfekt. Perfekt. Ein kleines Geräusch, nicht mehr. Das war die Engländer sagen ein Angels Fart. Ich glaube, den haben wir uns verdient jetzt einmal. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Hm, riecht schon gut. Ja, dann herzlichen Dank. Zurzeit läuft die Carnuntum Experience. Wir haben einen kleinen Überblick für Sie. Mehr als 40 Carnuntum Weingüter haben sich zusammengeschlossen, um ihre Gegend, ihre regionalen Köstlichkeiten und ihre Weine alljährlich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zu präsentieren. Unter dem Namen Carnuntum Experience kann man vom 14. August bis 2. September rund 70 Veranstaltungen besuchen. Krönender Abschluss ist die Rubin Carnuntum Präsentation am 2. September. Zur Verkostung stehen die besten Weine der Rubin Carnuntum Weingüter im Festschloss Hof, denn guter Wein braucht edles Ambiente. Und damit Ihnen auch die traditionellen Weinfeste nicht entgehen, sollten Sie unbedingt Poisdorf besuchen, denn dort findet vom 6. bis 9. September das 55. Bezirkswinzerfest statt. Am 6. September trifft man sich zur Eröffnung des Weinfestes. Am Freitag, den 7. September, wird die neue Veltliner Landweinkönigin gekrönt. Am Samstag ist Verkosten in gemütlicher Runde angesagt. Und am Sonntag trifft man sich zum absoluten Highlight, dem Festumzug quer durch Poisdorf. Angeführt vom diesjährigen Winzerfestpräsidenten Herbert Prohaska. Schauen Sie vorbei vom 6. bis 9. September beim Bezirkswinzerfest in Poisdorf. Und auf geht's zum nächsten Event. Am 8. und 9. sowie am 15. und 16. September wird der erste Wiener Wasserleitungswanderweg zur längsten Schank der Welt.
Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Traktor-Shuttle, die Genussmeile zwischen Bad Vöslau und Mödling sollten Sie unbedingt besuchen. Denn das ist der ideale Kurzurlaub für Geist und Körper. Natur genießen, Bewegung machen und zwischendurch die Schmankerl der Gegend verkosten. Natürlich begleitet von exzellenten, einmaligen Weinen, die nur hier gedeihen. Naja, wir haben hier was Besonderes. Wir haben hier Sorten, die es sonst nirgends gibt. Das ist der Zierfandler und der Rotgipfler in Gumpelskirchen. Und den kann man dort verkosten. Und es ist halt so, dass jeder wirklich ein bisschen anders schmeckt. Den gibt es von trocken, fruchtig, frisch bis zur Prädikatsserie, sozusagen bis zur Trockenbeerenauslese. Also für jeden was dabei. Bei der Genussmeile kann man auch sämtliche Vorstufen der Weine vom Most über Sturm bis hin zum staubigen verkosten. Unterschiedlich süß und unterschiedlich stark im Alkohol. Eine Entdeckungsreise für Weingenießer. Ich habe den Sturm getestet, den gespritzten Sturm. Das ist ein guter Durstlöscher. Vielleicht muss man etwas vorsichtig sein dann mit der Quantität. Und dann habe ich den Rotgipfler, wenn ich das richtig sage, getestet, den ich sehr, sehr interessant finde, muss ich sagen, schmeckt mir. Über 60 Weinbaubetriebe der Thermenregion sind hier vertreten. Ein lokulischer Querschnitt der gesamten Gegend. Eine fantastische Idee, weil es soll eine Region, die dieselben Produkte hat, auch sich zusammenschließen können und auch wollen. Die Leute sollen vor die Tür gehen und nicht im Haus hocken, überhaupt bei dem Wetter. Vor allem die Kinder wissen solche Events zu schätzen. Es gibt einiges zu sehen, man kann unbeschwert herumtollen und sich so richtig austoben. Ein idealer Familienausflug. Ja, wir sind schon das dritte Mal da und schon bald Tradition und das Wetter passt immer, also ist wunderschön. Wir machen das im September bewusst, während der Lesezeit. Hier ist auch die Gegend am schönsten, wenn sich die Blätter beginnen zu verfärben, die Trauben vollreif am Stock hängen. Und zusätzlich gibt es ja dann noch Angebote auch von Essensschmankerln, aber in erster Linie kalte Sachen. Und heute zusätzlich haben wir auf unserem Stand auch noch Musik. Somit ist die Genussmeile also ein Ohren- und Gaumenschmaus. Und das auf einer Länge von 16 Kilometern. Besuchen können Sie diese längste Schank der Welt am 8. und 9. und am 15. und 16. September, jeweils ab 14 Uhr. Noch mehr Termine finden Sie auf unserer Website vivatvinum.tv. Reinschauen, anschauen und weitersagen. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.